Wir wollen uns jetzt mal etwas Gedanken machen über uns selbst, was wir sind. Es ist eine erschreckende Erkenntnis, zu erkennen, dass man sich ein hier und jetzt ausgedachtes Leben nur ständig selbst belogen hat. Gleichgültig, wer man zu sein glaubt. Ich beginne in der Regel jedes dieser Selbstgespräche mit: Ich erkläre es nur dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Und du hörst mich jetzt sprechen. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Sätze, die in Selbstgesprächen tausende Male wiederholt werden, wenn man sich das antut. An und für sich kann man das schon beim ersten Mal hören verstehen. Man müsste sich die Frage stellen, was ist in mir drin, das mich hindert, das zu erkennen, was hundertprozentig sicher ist. Der Schritt, der geistige Schritt in ein vollkommen neues Leben hat nichts mit irgendeiner esoterischen oder religiösen Spinnerei zu tun. Diese Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du sehr aufmerksam zuhörst. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, egal welchen Status du vertrittst, ob du ein Mann zu sein glaubst oder eine Frau zu sein glaubst, ich rede jetzt mit einem Geist. Nur Geist kann etwas wahrnehmen. Es wird niemals irgendein Gedanke, den du denkst, irgendwas wissen können. Ein Gedanke, den du denkst, der ist so, wie du in dir denkst. Geh bitte diese Gedanken, die du jetzt hörst, die übrigens deine Gedanken sind. Wenn dich das jetzt stört, diese Ausdrucksweise, weil du meinst, das sind jetzt die Gedanken eines anderen, den du dir ausdenkst, nennen wir den anderen nochmal dieses Spitzelmännchen Udo Petscher. Es ist jetzt hundertprozentig sicher eine Information von dir. Ich weise immer wieder darauf hin, im Meer, wenn ich das so betone, das ist ein Ausdruck für die Ewigkeit im Hier und Jetzt. Das alles, was du Geist erlebst, erlebst bloß du. Und du erlebst nur deine ständig wechselnden Informationen. Es muss, um etwas wahrnehmen zu können, muss es eine Information von dir sein. Und ich erwähne auch ganz nebenbei immer wieder, das schreibt dir zur Zeit sogar dein dich völlig entgeistigender materialistischer Glaube vor. Du bist ein tiefgläubiger Materialist. Ein geistloser Affe bei eigener Definition, der alles nachäfft, was mir ihn erzählt hat, ohne das jemals selbst überprüft zu haben. Hast du jemals das, was du von dir gibst als Affe, nachäffst, wirklich überprüft? Hast du dir jemals Gedanken, eigene Gedanken gemacht, ob das überhaupt stimmen kann, was dir so unheimlich logisch erscheint? Erst mit Holofeeling. Es geht hier nicht um irgendwelche Mutmaßungen oder Glaubenssätze. Glauben heißt für wahr halten. Das sind immer solche Sätze, wenn du vor Gericht stehst, jetzt als Brösel, ich nenne das immer als Affe. Du stehst vor Gericht und der Richter fragt dich was. Und du bist ein Zeuge. Und du antwortest dann, ich glaube, das war so oder so. Dann sagt der gute Mann, mich interessiert nicht, was Sie glauben. Haben Sie es gesehen oder haben Sie es nicht gesehen? Und du wirst feststellen, wenn du diesen strengen Maßstab anlegst, sind 99,999% all der Sachen, die du bisher als 100% sicher bewiesen angesehen hast, vom Tisch. Es ist geistlos nachgeäfft. Und ich betone jetzt immer wieder mit einer unendlichen Mühe, ich spreche jetzt bewusst chronologisch. Was heißt das chronologisch, bewusst chronologisch sprechen? Das heißt, dass ich durchaus sagen kann, wir denken uns jetzt 25 Jahre in die Vergangenheit. Ich kann das nennen die letzten 25 Jahre, so lange existiert Holofeeling in deiner Traumwelt. Da muss dir sofort klar sein, es kann immer nur jetzt existieren. Auch die 25 Jahre sind jetzt eine Vorstellung von einer Zeitspanne, die du vor dich hinstellst, die aber nur ein Gedanke sind, den du jetzt denkst. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und ich betone, meine elementaren Aussagen, mit denen ich dich jetzt konfrontiere, als Information, jede dieser Aussagen ist 100% sicher. Und wenn du zu geistlosen Rechthabern dich zählst, jetzt als Brösel unter Brösel, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden. Ich sage das dieses Mal zum allerletzten Mal. Es gibt kein Zurück.
Du kannst ein Glas nur einmal zerbrechen, dann ist es kaputt. Ich habe dir meine Hand gereicht. Du musst nichts tun als Brösel. Ich betone es immer wieder. Du musst nirgends eintreten, nirgends austreten. Oberflächlich betrachtet lässt du dein Leben ganz normal weiterlaufen. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass du jetzt alles, was du machst, bewusst beobachtest. Und zwar jeden einzelnen Moment, der in dir auftaucht. Und dann wird dir diese Narretei, der du auf den Leim gegangen bist, bewusst. Zum Beispiel die große Narretei, dass du glaubst, dass in der Zukunft was passieren könnte. Ich rede nur von Sachen, die 100% sicher sind und du bist umgeben von dir selbst ausgedachten Menschen, wo es mir ein leichtes ist, dir zu beweisen, dass all diese Schwätze, die ich in dir auftauchen lasse in deinem Traum, die nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet. Das klingt so unglaublich, aber es ist ein leichtes, mit 100%iger Sicherheit zu beweisen. Du bist dir zum Beispiel 100%ig sicher, dass du von deiner Mutter geboren wurdest. Ich sage immer, es ist unheimlich logisch, aber das ist nicht besonders geistreich. Ich rede jetzt mit einem Geist. Und Geist wird nicht aus einem trocken, jetzt ausgedacht, Trockennasenaffenweibchen herausgeboren. Ja, genau. Ja. Sondern der Geist gebiert aufgrund von Denken die Vorstellung einer Trockennasenaffenfrau, die in Maßsetzung der Logik, die er zum Denken benutzt, geschwängert wurde und dann ein Säugling auf die Welt bringt. Ja, genau. Ja. Es sind aber jetzt alles nur Worte. Stimmt. Das ist 100%ig sicher. Könntest du es beschwören? Und ich habe immer wieder in vielen Selbstgesprächen darauf hingewiesen, wenn du jetzt in deinem Traum die Rolle einer Frau spielst, kannst du durchaus beschwören, dass du als diese jetzt ausgedachte Frau ein Kind auf die Welt gebracht hast, was aber 100%ig sicher ist, dass du das jetzt denkst, dass das jetzt deine Informationen sind. Aber ich unterhalte mich mit einem Geist. Ich unterhalte mich jetzt mit dem Geist, der sich das ausdenkt und nicht mit dem Gedanken an diese Frau. Ich unterhalte mich jetzt, ich erzähle das jetzt einem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt und nicht den Affen, der jetzt vorm Computer sitzt oder ein Handy in der Hand hat, wenn du an dich selbst denkst. Ja, der kann ja auch nichts hören. Auch dieser Körper, den du denkst, wenn du an dich denkst, existiert nur, wenn du an den Körper denkst. Was ist übrigens 100%ig sicher. Ja. Und auch wenn ich mir in Kleinigkeiten sage, ich zeige dir in deinen Physikbüchern, die du so geistlos nachäffst, auf nahezu jeder Seite so eklatante Fehler, die ich jedem 13-Jährigen erklären kann, dass es gar nicht so gewesen sein kann. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Diskussion ist immer ein Kampf um einen Standpunkt. Das ist das erste große Problem, an dem du leidest. Das ist einseitige Rechthaberei. Du hast das Prinzip einer Kollektion nicht verstanden. Du kannst dir jetzt tausende von Selbstgesprächen annehmen, wo ich immer wieder sage, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Mhm. Dir sollte klar sein, was das für eine dumme Frage ist. Und dein Hauptproblem ist, meine Lieblingsmetapher, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Dieses vorschnelle Unmöglich, wenn man das erste Mal hört. Es ist alles möglich. Man muss dir nur genau zuhören. Und dann wirst du feststellen, meinst du, dass ein Nachrichtensprecher, wo war der jetzt die ganze Zeit? Du wirst als erstes akzeptieren müssen, dass alles, was du erlebst, prinzipiell, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich jetzt hindenkst, es existiert 100%ig sicher, hier und jetzt, in dir als Information. Ja. Aber ich habe jetzt dieses dir, D-I-R, ausgesprochen und nicht Tier, weil dieses Tier, dieser Affe existiert nur, wenn du an den Affen denkst. Das heißt, wenn du an dich selbst als Affe denkst. Mhm. Deine Information, die du sinnlich wahrnimmst, das Gespür deines Körpers, existiert nämlich auch nur, wenn du es denkst. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewiger Geist. Und ich betone jetzt nochmal, das letzte Mal in diesem Gespräch, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Ich werde dich nämlich in eine Vergessenheit gehen lassen und du wirst den Tag verfluchen. Das ist jetzt keine Drohung. Ich betone immer wieder, ich bin Liebe. Ich warne dich davor. Ja. Das Einzige, was ich von dir fordere, mach dir bewusst, was ist jetzt eigentlich da. Okay.
dann kannst du dir die Antwort sofort geben, das, was ich jetzt denke. Und jetzt kommt die eigentliche positive Botschaft von dem Spiel, du bist ein Gott. Du bist der Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Ob du ein guter oder liebender Gott bist, die Frage solltest du dir selber beantworten. Mhm. Und dann gehe ich jetzt nochmal auf ganz einfache Sätze drauf ein. Ein Denker ist prinzipiell, aber das glauben Sie oder nicht, dieser Denker, den wir uns jetzt ausdenken, der ist mächtiger wie ein Gedanke, den er denkt. Er ist der Schöpfer von dem Gedanken, den er denkt. Egal an was du jetzt denkst, du erschaffst in dem Moment, wo du es denkst, in dir eine Information. Es ist doch ein ganz einfacher Satz. Willst du darüber diskutieren mit mir? Ne, ganz einfach. Ja, ist so. Das ist hundertprozentig sicher, egal an was du jetzt denkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, es entsteht in dem Augenblick eine Information in dir, nämlich genau das, was du denkst. Das gilt übrigens für jeden Menschen, den du dir jetzt denkst. Egal, ob du dir den Menschen in die Vergangenheit denkst oder in die Zukunft oder woanders hindenkst, ob du dir jetzt denkst, der existiert ja nicht mehr, der ist ja schon tot. Doch, der existiert in dem Moment, wo du ihn denkst, und zwar hier und jetzt in deinem Kopf. Die Grundlage für dein Denken ist das Wissen, das du zum Denken benutzt. Ich nenne das immer den Schwamminhalt. Den konntest du dir aber nicht raussuchen. Meinst du, dass ein Budin sich raussuchen kann, dass du jetzt, weil ich das Wort Budin ausgesprochen habe, an einen Budin denkst? Konntest du dir raussuchen, dass jetzt dieser Lautsprecher das Geräusch Budin ausgesprochen hat? Was für ein Lautsprecher eigentlich? Selbst der Lautsprecher, den du jetzt denkst, den du jetzt zuhörst, weil wir von einem Lautsprecher sprechen. Wenn du jetzt meinst, du denkst dir das ja nicht aus, wie sieht es aus, wenn du jetzt träumst? Meinst du, der Lautsprecher sucht sich das raus, was er spricht, oder das Pixelmännchen, dass du jetzt das Video anschaust? Meinst du, das Video, das du jetzt anschaust, hat sich rausgesucht, dass du das jetzt eingeschalten hast? Meinst du, dass der du zu sein glaubst, sich raussuchen konnte, dass er dieses Video eingeschalten hat? Die Fragen kannst du dir alle selber beantworten. Schau einfach, was deine Logik sagt und sei sehr aufmerksam, ob das stimmt, ob du das wirklich beschwören kannst. Es ist alles unheimlich logisch. Die Logik eines Materialisten oder eines religiösen Menschen in einem Glaubenswahn. Ihr befindet euch in einem Glaubenswahn. Ihr meine ich jetzt eigentlich nur einen allereinzigen Geist in unendlich vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Ja. Es gibt nur einen einzigen Geist. Es gibt nur einen allereinzigen Gott. Mhm. Und der ist aber trotzdem viele. Wir brauchen nämlich den Widerspruch. Ja, ja. Das eine und das Unendliche. Das sind so kindgerechte Metaphern, wo ich habe, wenn ich immer sage, der vom Bücherregal und derselbe, der zum Lesen anfängt, war zu einem anderen. Mhm. Nämlich, er wird dann in seiner Rolle zu dem, der zu sein glaubt. Und das Lesen eines Buches ist wie ein Leben durchleben. Das aber aus ständig wechselnden Bildern im Hier und Jetzt besteht, dieses Leben. Kannst du sofort überprüfen. Warum willst du das nicht wahrhaben? Ich kann wieder sagen, tausendmal habe ich auf die Geschichte mit dem ersten und dem zweiten hingewiesen. Ich spreche nochmal in einer Ich-Form, dass mir plötzlich klar wird, alles, was ich dir jetzt sage, kannst du hundertprozentig sicher überprüfen. Das ist immer diese Kleinigkeiten, die ich wiederhole. Ich sage, schnipp! Und jetzt denk an deine zwei Beine und wackel mit den Zehen an den Beinen. Wo waren die ganze Zeit? Die haben hundertprozentig sicher nicht existiert. Gute Frage, ja. Du kannst dir auch einmal dir jetzt bewusst machen, solltest du jetzt vom Computer sitzen, wir haben natürlich viele Möglichkeiten. Das ist gleichgültig, wer du zu sein glaubst, die Worte sind die gleichen. Es ist derselbe Geist, der damit konfrontiert wird. Du wirst aber feststellen, je nachdem, wer du zu sein glaubst, wirst du ganz anders auf diese Worte reagieren. Ja. Das ist das Eigenartige, dass hier du ein Wort hörst, ich sage jetzt zum Beispiel bloß Karin, und dann wird eventuell irgendeine bestimmte Karin in dir auftauchen. Aber welche Karin dann in dir auftaucht, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Genau. Es kann auch sein, dass du sagst, ja Karin, ich kenne keine Karin. Mhm. Oder die kommen mehrere Karins in den Sinn, die natürlich wieder in einer, wie bei einer Google-Ablasterung zuerst einmal gewisse Prioritäten haben. Das kann man alles beobachten.
Ja, stimmt. Und du wirst feststellen, dass jetzt bei Holofeeling immer wieder zuerst einmal die Grundvoraussetzung ist, dass sie, egal was einer glaubt, es stimmt zuerst einmal für ihn. Der Henkel ist rechts, der Henkel ist links, der Henkel ist in der Mitte. Nein, das Ding hat keinen Henkel. Diese simplen Beispiele, das ist ein Beispiel, dass es überhaupt keinen Sinn macht, darüber zu diskutieren, wer davon recht hat. Es macht auch keinen Sinn, darüber zu diskutieren, ob die Amerikaner die Guten sind oder der Russ der Gute ist. Die größere Frage ist, wer denkt sich diese zwei Parteien aus? Du wirst konfrontiert mit so viel Hass und mit so viel Erbärmlichkeit der Menschen in deinem Traum, die ich dir einspiele. Die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Und du wirst dir irgendwann einmal den Schuh anziehen müssen, solange du unbewusst träumst, dass du die Ursache dafür bist. Du selbst, du mit deinem extrem fehlerhaften Glauben, den du nie in Frage gestellt hast. Ja. Du denkst es dir aus. Da kriegt jetzt dieses biblische, ich nehme alle Schuld auf mich, eine vollkommen neue Qualität. Ja, stimmt. Stimmt. Auch diese ganzen Bibelsätze, die 10 Gebote. Das Thema hat man in unserem Chat ganz kurz, die 10 Worte eigentlich. Das sind keine Befehlsformeln, das ist imperfekt. Dieses du sollst heißt auch du kannst, du darfst. Aber du musst nicht. Auf die Freiheit. Wenn man das jetzt im hebräischen Original anschauen, wirst du dich wundern, was da alles drinsteht. Wie extrem fehlerhaft das übersetzt wird. Fehlerhaft meine ich, dass du noch viele, viele andere Sichtweisen auch noch perfekt grammatikalisch übersetzbar sind, die werden aber einfach unter den Tisch fallen gelassen. Ja. Wie man das so schön symbolisch sagt. Jeder äfft nur nach, jeder kämpft um seine Einseitigkeit, um seine Rechthaberei in der Religion. Alles in einer Scheinheiligkeit von Gutmenschentum. Eine unendliche Verlogenheit, die ich dir einspiele, ist Sodom und Gomorra. Wenn du jetzt gläubige Menschen hast, dann bring mir doch einen einzigen gläubigen Menschen, der meine Gebote hält. Nur einen. Selbst wenn du ein tiefgläubiger Mensch bist, nicht einmal du, du musst der Erste sein. Ja, ja. Dann gehen wir in die Philosophie. Und das Verrückte ist, dass ich, egal, ich nehme rein, jetzt im Positiven gelesen, offizielle Ausschnitte, die auf mir auf Wikipedia-Seiten gehen. Ich lasse die Seiten, wir lesen die miteinander und du wirst plötzlich feststellen, dass da was ganz was anderes drinsteht, was du rausliest, wenn du alleine das liest. Weil du alles so extrem einseitig auslegst. Jedes einzelne Wort ist selbsterklärend. Man müsste sich bloß einmal intensiv mit der Wurzel, mit der Etymologie eines Wortes tiefer auseinandersetzen. Dieses im Anfang war das Wort. Es ist dermaßen erschreckend zu erkennen, wie erbärmlich man selbst ist. Ja. Du denkst dir ständig Sachen aus und du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. 99,999% von dem, was du denkst, um dich herum in Raum und Zeit verstreust, obwohl es doch ganz klipp und klar hast, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Stimmt. Gut, wenn du ein Atheist bist, bist du freigesprochen, dann ist das ja eh bloß religiöses Geschwätz. Noch viel wichtiger ist das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Ich erkläre gerade, dass du Gott bist für den Traum, den du träumst. Wenn ich einmal das Wort Gott ganz abstrakt für Schöpfer setze. Ja. Es ist hundertprozentig sicher, dass jeden Gedanken, den du denkst, erschaffst du eine Information in dir. Ich erwähne das immer wieder, das rauscht bei dir durch. Wenn du Geist bist, bist du unachtsamer Geist. Und wenn du jetzt nur ein Mensch bist, den ich mir ausdenke, dann bist du nur ein Gedanke, der überlebt sowieso nicht, weil der mit dem nächsten Gedanken schon wieder weg ist. Ja, genau. Dir wird irgendwann einmal klar sein, dass das Wort Existere nochmal, das Existieren, da stecken die Tiere schon drin, dass die nicht für die Ewigkeit erschaffen sind. Ich erwähne immer wieder das Beispiel vom Säugling bis zum Greis. Dein Leben durchlebst du, wie wenn du ein Buch liest, vom Säugling bis zum Greis. Der Säugling ist nicht für die Ewigkeit erschaffen. Das Schulkind auch nicht, der Erwachsene auch nicht, übrigens auch nicht der Greis. Es sind nämlich alles existierende Sachen, die von dir ausgedacht werden. Gleichgültig, ob du jetzt an deine eigenen Körper denkst, die du angeblich schon durchlaufen hast, oder an irgendwelche andere Körper, wo ja jeder Mensch durchläuft, bis er dann stirbt und sich in Luft auflöst. Ist auch nur ein Gedanke.
Es sind Worte, es sind zuerst einmal nur Worte. Es sind einfach nur Worte. Bring mir doch deine ganzen esoterischen, religiösen oder allen voran naturwissenschaftlichen Schwätze. Ich erspare mir jetzt wieder, meinen Harald Resch herzuholen. Den Professor, der nur nachäfft und nachäfft und das Schöne dabei gar nicht merkt, dass alles, was er kritisiert, eigentlich letztendlich seinen eigenen Glauben kritisiert. Weil es ist ja alles bewiesen. Wie definierst du das Wort Beweis? Wann ist für dich was bewiesen? Ich gebe dir eine Antwort in deinem Sinne, wenn du es glaubst. Und jetzt mache ich nochmal, was ich tausende Male erklärt habe. Egal, welche Internetseite, welches Buch du mir bringst als Beweis für irgendetwas, was dir logisch erscheint, ich zeige dir aus dem Stegreif 1000 Internetseiten und Buchseiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Woher nimmst du die Arroganz, dass du glaubst, das, was du vollkommen geistlos nachäffst, ohne das selbst überprüft zu haben, dass das das Richtige ist und alles, was dir unlogisch erscheint, ist zwangsläufig verkehrt? Die Kehrseite. Arroganz. Du lebst in einer Selbstarroganz ohne Ende. Und es wird sich abstrafen, wenn du Geist bist. Ich müsste jetzt fast sagen, bete, dass du kein Geist bist. Du hast es übrigens selbst in der Hand. Ich sage, ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Mhm. Ich mache dich sogar zum Schöpfer über alles und jeden. Ist dir überhaupt klar, dass du sogar der Schöpfer bist, der Gott erschafft? Ja. Zumindest in dem Moment, wo du dir jetzt einen Gott ausdenkst. Ja, genau. Und der Gott, den du dir ausdenkst, der wird dann so sein, wie du ihn dir denkst. Gut und gütig und mächtig oder böse oder ein Hirngespinst von irgendwelchen gläubigen Menschen. Mhm. Weil du ja hundertprozentig sicher weißt, dass es keinen Gott gibt. Und dann kann ich tausendmal sagen, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Genau. Es gibt keinen existierenden Gott. Ich stelle jetzt ein für alle Mal klar, Gott existiert nicht. Mhm. Was nicht heißt, dass es den deswegen nicht gibt. Mhm. Eben die, der Geist, der Gott, der dritte Buchstabe bei uns. Mhm. Das Gimmel, das Gamma in den Sprachen. G steht für die Synthese, die 3. Und G ist eben. Gott kann es nicht geben. Wenn es Gott gibt, jetzt kommt der Ben, das ist eine polare Existenz, dann ist er so. Mhm. Die Synthese, der Geist, die 3, besteht aus 2, nämlich dem absoluten Mittelpunkt, dem Wellenberg und das Wendel. Das ist die große Symbolik der Gedankenwelt. Ja. Aber dieser Mittelpunkt ist jetzt ein ausgedachter Mittelpunkt. Ja. Der wäre jetzt ausgedachterweise jenseits von Gut und Böse. Mhm. Das Ganze spitzt sich in deinem Kopf ab. Also lass zu, dass ich deinen Traum verändere. Okay. Du musst nichts tun, du musst nur zulassen. Und du lässt es nicht zu, wenn du den Zustand, den du jetzt als richtig ansiehst, aufrechterhalten willst und alles andere bekämpfst. Ja, ja. Jenseits von Gut und Böse sein, die große deutsche Philosophie, das Land der Dichter und Denker, ist verkommen zu einer absoluten Erbärmlichkeit. Deine Elite, egal ob das die politische oder die naturwissenschaftliche Elite ist, sind erbärmliche, geistlose, von dir ausgedachte Gedanken. Nicht mehr und nicht weniger jetzt. Ja. Was sind deine Politiker jetzt? Was sind deine Universitätsprofessoren, deine Nobelpreisträger? Was sind die jetzt? Schau doch einfach. Es sind Worte, die du hörst, und du kannst jetzt eine Vorstellung in dir aufbauen. Die stellst du vor dich hin. Die denkst du dir in die Vergangenheit. Du sagst, die außen gibt es noch, die anderen sind schon gestorben. Je nachdem, was dir hochkommt, du hast keinen Einfluss auf dein Denken. Darum werfe ich dir nicht vor, was du denkst. Jetzt kommt der kleine Trick, dass ich sage, du bist zurzeit ein träumender Geist und ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er denkt, was er träumt. Aber alles, was du denkst, kann sich nicht raussuchen, dass es so ist, wie es von dir gedacht wird. Mhm. Ein vollkommen neuer Ansatz von Philosophie, der an und für sich gar nicht neu ist, wenn du wirklich Philosophie studieren würdest. Ich sage immer wieder, du kannst dich jetzt vor deinem Computer hinsetzen oder dein Handy in die Hand nehmen. Du bist in der Lage, Milliarden und Abermilliarden von Internetseiten in dir zu öffnen. Die kommen alle aus dir, wenn du träumst. Die wird es ohne dich nicht geben. Du lebst in dem Wahn, dass du meinst,
die Dinge, die du denkst, ein Gros der Dinge, die du denkst, existieren unabhängig von dir da außen oder waren in der Vergangenheit schon da, bevor du sie gedacht hast. Das sind solche Sätze, die wiederholen sich immer wieder. Wie unendlich geistlos bist du eigentlich, wenn dir das nicht bewusst wird, dass es deine Gedanken ohne dich gar nicht geben kann. In einer Form von Existenz. Selbstverständlich sind die da. Es gibt nämlich einen Bereich des Jenseits. Und dieses Jenseits wird in der Philosophiegeschichte so unendlich vielfältig erzählt. Wir können uns jetzt hinsetzen und nehmen irgendeinen normalen philosophischen Eindruck über Nihilismus, über all die ganzen philosophischen Strömungen. Und ich lese die mit dir, Wort für Wort lesen wir die. Und du wirst feststellen, es steht plötzlich was ganz was anderes drin, obwohl sich überhaupt nichts an den Worten verändert. Wir schauen die bloß ganzheitlich an. Und dann wirst du plötzlich merken, dass es keine Zufälle gibt. Ich sage dir nochmal, ich habe deine Welt erschaffen. Ich bin eigentlich ein Programmierer und du erschaffst deine Welt. Aber momentan noch zwanghaft, weil du das Programm vorgegeben bekommst, die Traumwelt vorgegeben bekommst. Und es ist eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Und ich zeige dir mal, wir gehen jetzt mal geistreich hinein, bisschen. Können wir jetzt tausende und abertausende andere Seiten nehmen, aber ich mache mal so ganz eine Kleinigkeit, wir springen mal hier, weil das sehr treffend ist, der Einzige und sein Eigentum. Das ist eine Schrift von einem Max Stirner, den wir uns jetzt ausdenken. Und du wirst feststellen, dass selbst Jahreszahlen, alles was hier drin steht, läuft synchron. Ich sage auch bei Videofilmen, wenn ich die Stadtpunkte nehme, es ist eine Matrix, so wie in den Kinofilm Matrix. Die ganzen Drehbücher, all das ganze Zeug kommt erst einmal aus dir. Du denkst dir das jetzt aufgrund von Worten aus. Es ist hier und jetzt nur in deinem Kopf. Ich nenne es ja immer den Ersten. Der Erste ist der Einzige, der das verstehen kann. Und das Eigentum. Alles, was du denkst, deine Gedanken sind dein Eigentum. Und du erlebst nur deine eigenen Gedanken. Und ich gehe jetzt mal kurz in dieses Hauptwerk rein. Und da haben wir hier schon das UB-Werk. Der Quintessenz-Schöpfer ist UB. Das ist unser Symbol für 86. Das ist dieses LHJOM. Was normal als Gott übersetzt wird, aber da sind wir reichlich drauf eingegangen, heißt eigentlich Gott das Meer. Dann haben wir hier einen Max Stirner. Das, wenn ich jetzt separiere, heißt das vom Bruder und dann hast du schon mal deine Stirn, da kann man einfach das deutsche Wort Stirn stehen lassen, diese Stirn des Erwachten, ER². Musst du jetzt nicht verstehen, interessant, im Oktober 1844, dazu muss man wissen, dass im Hebräischen die 1 und die 8, beziehungsweise die 10 und die 8, ist das hebräische Wort für ich. Also hebraisiert, Entschuldigung. Das ist praktisch die 10 und die 8. Da landen wir bei der 18 und dann hast du ganz einfach, das wäre jetzt von rechts nach links natürlich gelesen, ich Mensch und du Mensch bist bloß ein persönlicher Wissenskomplex. Ich sage immer, du bist ein Schwamminhalt. Das ist auf jedem Selbstgespräch ist das drauf. Da will ich mich auch in keinster Weise hier näher drauf einlassen. Diese Zahlenstrukturen sind die Grundlage einer rein arithmetischen Matrix in der Sprache. Was mir hier wichtig ist, ich bleibe jetzt einmal normal, das ist vordatiert. Ist schon ganz interessant. Da haben wir das Dir mit drin stecken. Wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir können auch dieses Dart, das ist nämlich im Hebräischen das Wissen, auf 1845. Interessant ist, die 44 ist der Zahlenwert für das hebräische Wort Kind und die 45 ist das hebräische Adam. Die 44 ist 1 oder 45. Das heißt, ein bewusster Adam werden. Was mir wichtig ist, diese Schrift, wenn man sich jetzt hier genauer reinlesen tut, wirst du feststellen, da geht es hier im Großen und Ganzen um nichts. Wenn wir das jetzt das Original lesen, das ist ja nur ein Wikipedia-Eintrag, aber ich will da ganz kurz mal reinschauen. Ich habe mein Sach auf nichts gestellt. Es ist eigentlich der absolute Nihilismus, der hier gepredigt wird. Nihilismus sagt man normalerweise der Nietzsche, dieses Gott ist tot. Wenn ich das Lateinische über Tote nehme, der hast zu viele. Aber du wirst irgendwann nochmal feststellen, dass das die absolut perfekte Beschreibung von dem ist, was du selbst bist. Du bist nämlich der Einzige, der den Traum erlebt, den du zurzeit träumst. Und du bist der Gott für die Welt, die du träumst. Auch wenn du noch ein unbewusster Gott bist, ein träumender Geist bist
Und jetzt kommt hier, ich stelle meine Sache auf mich selbst. Die Frage ist, was bin ich selbst? In Holofeeling gibt es da unsere vier Ichs, die zwei roten und die zwei blauen. Die kann man genau erklären. Ist auch überreichlich in den ganzen Selbstgesprächen und in den Büchern beschrieben. Den üblichen Vorwurf, er sei ohne Dienst an einer derartigen Sache doch ein Nichts, weist er ebenfalls zurück, dieser von uns jetzt ausgedachte Max Stirner. Er sagt, ich bin nicht nichts im Sinne der Leerheit, sondern das schöpferische Nichts, das Nichts, aus welchem ich selbst als Schöpfer alles erschaffe. Oh, nicht schlecht. Das ist eine absolut perfekte Beschreibung, wenn man das erste Mal weiß, dass wir ein einziges Wort mit vielen Perspektiven belegen können. Mhm. Das Wort Nichts, sobald du das denkst, aussprichst oder siehst als Buchstaben, ist ja nicht nichts. Das ist ja schon was Existierendes. Ja. Es gibt Wörter, die auf etwas hinweisen, wo einem bewussten Geist klar sein muss, dass es hier um nicht existierende Dinge geht. Zum Beispiel das Wort Geist rot gelesen. Geist ist etwas, was in keinster Weise existieren kann, weil er ewig ist. Und du bist ein ewiger Geist. Darum sage ich, egal an was du Geist jetzt denkst, wenn du an dich denkst, entsteht in dir eine Existenz, eine Information, die aus dir selbst kommt. Das ist das absolute Nichts, das wir uns natürlich uns jetzt denken, aber damit wird es schon zu einem ausgedachten Nichts. Also, dieses schöpferische Nichts, creatio ex nihilo, die Auswahl aus dem Nichts, wörtlich übersetzt. Als Schöpfer alles schaffe, selbst die gute Sache, will er nicht seiner zu seiner machen, weil gut ist das Gegenteil von schlecht. Ja, genau. Darum kritisiert er Nietzsche, ich bin weder gut noch böse. Jenseits von gut und böse ist der Mittelpunkt, aus dem der Wellenberg und das Wellental entspringt. Aber das ist jetzt ein ausgedachter Mittelpunkt. Das ist These, Antithese, das landen wir dann beim Hegel, und Synthese. Aber alle drei sind ausgedacht. Das sind die drei eine auf der einen Seite. Und sobald wir uns diese drei ausdenken, muss im selben Moment die ja positiv, die ja negativ, nochmal dieselben drei gespiegelt da sein. Das ist das Hüben 3 und Drüben 3. Beides hat für mich keinen Sinn. Und was jetzt hier das Schöne ist, lass uns doch mal die erste Abteilung, der Mensch. Und jetzt geht das große Problem schon los. Wir haben zwei hebräische Wörter für Mensch. Wir haben den Adam, das ist der Gott. Nach Gottes Ebenbild, Nulllinie, Wasserspiegel. Erschaffen und dann gibt es die ausgedachten Menschen, die Enosch, die Medim, sterbliche Säugetiere, unheilbar, krank, böse. Das ist das, was ich dir die ganze Zeit sage. Das ist die Menschheit, die du dir ausdenkst. Das sind die Spiegelbilder deiner eigenen Boshaftigkeit. Und umso mehr meinst du, gehörst zu den Guten, zu den richtigen guten Menschen, die irgendwas retten wollen. Es gibt nichts zu retten in deiner Traumwelt. Es gibt eine ständige Verwandlung. Aber jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Jede neue Information zerstört die bestehende Information. Das ist das Einzige, was dir jeden Moment bewusst sein muss. Dann bist du Bewusstsein. Du bist das Bewusstsein, das sich während dieser ständigen Veränderung nicht verändert. Das ist die Gegenseite. Wenn du jetzt deine Informationen bewusst beobachtest, diesen ständigen Wechsel im Hier und Jetzt, egal wo du dir räumlich oder zeitlich deine Hier und Jetzt gedachte Information hindenkst, die bleibt hier und jetzt. Was ändert es an dem, der das sieht? Was verändert es an dem, der diesen ständigen Wechsel erlebt? Nichts. Nichts. Der Mensch hat Stirner deren Programm gesetzt. Der Mensch ist dem Menschen das höchste Wesen. Der Mensch ist der träumende Geist. Das ist der Adam, Segewini Körper. Wörtlich übersetzt, normal als männlich und weiblich, dieser Adam Vers 26, 27 heißt eigentlich Denker und Ausgedachtes. Um das mal ganz vereinfacht auszudrücken. Denker und geträumten, ständig ändernde Informationen. Natürlich ist jetzt dieser Denker auch wieder was Ausgedachtes. Du bist nicht ein ausgedachter Denker, weil dann wärst du ja schon wieder bloß ein Gedanke. Du bist der Geist, rot gelesen, ein rot gelesener Denker, der sich die Sachen denkt. Etwas Nicht-Existierendes, das seine eigenen Existenzen in sich selbst anschaut. Mhm. Und dieser Mensch, dieser Adam, darum ist das Adam auch der Rote. Und er ist auch schweigsam, still. Kannst nicht auf die. Das ist unsere 1845. Ich bin die 45.
Darum mache ich das rot. Ich bin rot. Heißt es übrigens auch wörtlich. Mhm. Der Mensch nach Gottes Ebenbild, das ist die Nulllinie, aus dem diese Gedanken werden. Schau das kleine Bild unten an, den kleinen Brösel, entspringen. Das führt dich in die Vertikale, in die Transversalrichtung, die ein ständiges Auf- und Abwogen ist im Hier und Jetzt. Das ist die Transversale. Ich Geist bin mein eigenes Geheimnis. Das ist übrigens die Radix SDR. Wir sind beim Stirner. Mhm. Das spielt sich hinter deiner Stirn ab. Betrachte deine Stirn in einem gewissen Maß, wie wenn du eine VR-Brille aufhast. Das außerhalb der VR-Brille gibt es nicht. Das ist hier, ist Schluss. Diese Dreidimensionalität spielt sich in deinem Kopf aufbauend auf zwei Quadratflächen auf. Da haben wir dieses SDR, das ist das Geheimnis. Ich bin ein Mensch. Ein Adam. Ain heißt nicht existierend. Mhm. Darum habe ich jetzt das nicht einmal rot gemacht. Ich, Geist, bin die Quintessenz der göttlichen Schöpfung, der undeckbare Mittelpunkt des ewigen Hier und Jetzt. Und alles ist immer hier und jetzt, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Akzeptiere das oder lass es sein. Wenn du mich jetzt sprechen hast, bist du Geist und hast du wirklich ein riesengroßes Problem, wenn du es nicht akzeptierst. Du wirst nämlich dann wieder in die Vergessenheit geschickt von mir. Aus Liebe, aus Uneinsichtigkeit, denn es, wie du es willst. Das heißt, dieser Adam ist den Menschen, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, das Höchste, das absolut UP, das absolut höchste Wesen. Und dieses absolut höchste Wesen sagt, ich bin du. So beginnen nämlich meine Ohrenbohrungen. Ja. Sagt Feuerbach, übrigens, Beach heißt im Bruder. Das mhm. Feuer im Bruder. Ich bin der brennende Dornbusch, zu dem der Moses geht. Das sind biblische Märchengeschichten, haben eine unendlich tiefe Weisheit. Jedes Geschichtsbuch, das du liest, ist eine Märchengeschichte. Der Mensch ist nun erst gefunden. G-E-Quadrat, schau die vorhergehenden Selbstgespräche an. Jetzt kommen so Zitate. Sehen wir uns dieses höchste Wesen, diesen neuen Fund genauer an. Und jetzt kommen wir natürlich immer wieder zurückgreifend auf die Kauerfichte. Das sind lauter Sackgassen. Und dann doch wieder keine Sackgassen. Es hängt davon ab, was du aus den Worten machst. Das ist eine große Erkenntnis. Hegel zum Beispiel, ganz großer Denker, aber alle leiden an derselben, selbst wenn sie hier Idealismus predigen. Du wirst feststellen, wenn du zwischen den Zeilen liest, es ist irgendein tiefer Zwang zu glauben, man hat mit dem, was man denkt, nichts zu tun und unabhängig von mir da außen ist eine dreidimensionale Welt, auch wenn ich nicht dran denke. Das als hundertprozentig sicher anzubeten, ist das große Problem, weil das mit hundertprozentig sicher nichts zu tun hat. Bei Holofeeling ist es ganz einfach. Das stellt sich nicht einmal die Frage, was richtig oder verkehrt ist. Ich sage, es ist vollkommen gleichgültig, wie du das definierst. Du kannst beobachten, ob du meinst, es ist richtig oder verkehrt. Es ist eine Definition, eine Information, die von dir selbst gedacht wird. Pass auf, zweite Abteilung. Ich beginne mit einem Programm. Man hat fertig zu sein gemeint, als man das Werk der Aufklärung, die Überwindung des Gottes, das ist das Allerwichtigste, der wichtigste Akt. Du musst diesen ausgedachten Gott überwinden. Er hat die Menschen nur unfrei gemacht, egal in welcher Religion. Und der Gott, der dich am meisten unfrei macht, den nennst du Geld. Geld erhält mich am Leben, heißt Gott erhält mich am Leben. Oder der Gott im Himmel oben. Ob du den Allah nennst, Jahwe nennst, egal wie du ihn nennst. Du denkst dir jemanden oder etwas aus und habe ich am Anfang nicht gesagt, es ist hundertprozentig sicher, dass ein bewusster Denker hundertprozentig sicher mächtiger ist wie irgendein Gedanke, den er sich denkt. Ja. Weil der Gedanke von dem Denker erschaffen wird und dann so ist, wie er gedacht wird. Und selbst wenn du dir einen allmächtigen Gott jetzt denkst, ist er nur deshalb allmächtig, weil du dir das denkst. Aber er existiert auch bloß in dem Moment, wo du ihn denkst. Wenn du nicht mehr denkst, ist er schon wieder weg, weil dieser allmächtige Gott ohne dich gar nicht existiert. Mhm. Eine klare Gott existiert immer in dem Moment, wo von irgendeinem Geist ein Gott ausgedacht wird. Und dann existiert dieser Gott in diesem Geist, der sich diesen Gott ausdenkt. Es ist ein Untersystem. Gott ist ein Gedanke. Wer ist der Denker? Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Ich.
Ich kann immer wieder nur sagen, es gibt ein alles verbindendes Parameter für alles, was du dir denkst. Ich wiederhole mal eins meiner Lieblingssätze. Was hat ein Känguru in Australien, die Neandertaler in der Steinzeit und der Eiffelturm in Paris gemeinsam? Dich. Weil du dir die jetzt gedacht hast, zumindest diese Worte. Und wenn du sagst, ja, ich denke mir das jetzt nicht aus, das ist ja ein anderer, der spricht. Das sind deine Informationen. Ja. Und deine Informationen, wenn du träumst, die kommen aus dir und nicht von irgendwo da außen. Das Außerhalb und das Innerhalb, jetzt sind wir wieder hier, schau das kleine Bild an. Ja. Es spielt sich alles in einen Punkt ab. Das Gesetz der Einseitigkeit gehe ich jetzt nicht drauf ein, dann hörst du einfach Selbstgespräche zurück. Du kannst 50, hunderte von Selbstgesprächen hören und tausende von Büchern dir reinziehen, musst du nur auf die Holofeeling-Seite gehen. Also gut, es geht in einer absoluten geistigen Aufklärung über die Überwindung eines ausgedachten Gottes. Das ist übrigens schon das Wort überwinden, ist ganz interessant. Das ist das Über, das Schwingen, zwei Bündchen drüber, Polar erweckt und der Wind ist der Ruch, die vier Weltgegenden. Das ist das hebräische Wort für Geist, Ruch. Ja. Die Überwindung des Gottes in unseren Tagen, das ist ja hier auch Atheisten, Marx, diese Szene. Alles ist Materie. Das ist bloß eine Sackgasse von der einen Sackgasse in die nächste Sackgasse reingelaufen. Es ist alles ohne Intellekt zu meistern. Ich sage, die wesentlichen Aussagen erkläre ich jedem von dir jetzt ausgedachten 13-Jährigen, natürlich nicht den Gedanken des 13-Jährigen, sondern der Geist, der sich hier als ein 13-Jähriger denkt, dieser Intellekt reicht aus und das alles, die kompletten Missverständnisse der Philosophie, der Naturwissenschaft aufzuklären. Auch immer steht mein Angebot, ich zeige dir in deinen Physikbüchern auf jeder, neu zu jeder Seite so eklatante Fehler, dass du wirklich den Kopf schütteln wirst, dass du sagst, warum ist mir das nie aufgefallen? Weil du es nie in Frage gestellt hast. Stimmt. In unseren Tagen zu einem siegreichen Ende führt, jetzt pass auf, das Jenseits außer uns, das ist das Problem. Es geht um Kleinigkeiten, das Jenseits außer uns. Ist allerdings weggefegt. Es gibt gar nichts daraus. Was ist außerhalb eines träumenden Geistes? Nichts. Nichts. Und absolut innen ist auch nichts. Und dazwischen spitzt sich das alles ab. Da könnte ich jetzt in die Arithmetik reingehen, in den Einheitskreis. Das ist tausendfach erklärt. Das musst du alles nicht wissen. Es würde mir vollkommen reichen, wenn du weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und dann wirst du irgendwann einmal erkennen, dass du selbst etwas bist, das als Ding an sich nicht existieren kann. Das ist übrigens wieder hebräisiert, dieses Din, D-I-N. Das ist das hebräische Wort für Gericht und Gesetz. Und der G, haben wir gesagt, ist der Geist. Das Din-G heißt das Gesetz des Geistes, rot gelesen. Das ist immer dieses D ist im Geist geschlossen, göttlich bewusstes Sein. Das ist das absolut bewusste Sein des Geistes. Ich bin Geist. Und du bist Geist von meinem Geist. Das nenne ich Geistesfunk. Wir sind aber derselbe Geist. Es gibt bloß einen Geist. Nichts ist nichts. Es gibt nicht verschiedene Nichtse, weil dann sind schon wieder ausgedachte Nichtse da. Und Stimmt. dieses Außer uns ist ein ausgedachtes Jenseits. Das kannst du vergessen. Das Jenseits von Gut und Böse, das Jenseits von Wellenberg und Wellendal ist die Mitte, aus dem das entspringt. Aber das ist jetzt ein ausgedachter Mittelpunkt. Und dieser Mittelpunkt ist nicht irgendwo da außen, sondern in dir drin. Ja. Aber der muss ja auch woher kommen. Und dann gibt es noch mal einen roten Mittelpunkt. Das ist jetzt, wie gesagt, die Spiegelung. Es ist zwischen dir positiv und dir negativ. Habe ich wunderschöne Beispiele. Ist allerdings weggefegt und das große Unternehmen der Aufklärer ist vollbracht. Alle Aufklärer, das ist übrigens AUB, der Schöpfer UB. Und der erklärt dir klar, was Erwachtsein bedeutet. Allein das Jenseits in uns ist der neue Himmel. Ja. Jenseits von Gut und Böse ist das Zentrum. Ich nenne das immer symbolisch auch den Wasserspiegel. Vor dem Spiegel und hinter dem Spiegel sind Illusionen. Der Rai, der Kopf des Schöpfergottes, ist das Zentrum.
Und dieses Jenseits in uns ist ein neuer Himmel geworden und ruft uns zu erneuten Himmelsstürmen auf. Das passiert mit Holophilie. Ja. Wie schwierig stand allein die theoretischen Teil dieses Himmelsstürmens, der nur die Vorbereitung des Praktischen ist. Die Praxis, das griechische Wort Praxis heißt auch die Wirklichkeit, alles andere sind Theorie. Einschätzt, er hält schon aus dem Platz, den er seinen Bemühungen einräumt, die er dennoch nur aus einem unbeholfenen Anfang einschätzt. In den Kapiteln, da kommt das Wort kaputt her, das Kapital her, über die Eigenheit und dem Eigner, versucht er seine Anthropologie, die Menschheitskunde jenseits der ästhetischen Frömmigkeit zu entwickeln. Was ist eine ästhetische Frömmigkeit? Das ist eine Sache, habe ich im Blindfeld schon mal gesagt. Was bedeutet das? Atheistisch. Atheistisch, Entschuldigung. Versprochen. Die atheistische Frömmigkeit. Was ist die atheistische Frömmigkeit? Das ist dieses atheistische Frömmigkeit, hat was mit ästhetisch zu tun, mit Ästhetik. Wahrnehmen. Und dieses Ästhetik heißt nicht schön oder richtig oder gut, sondern das heißt einfach bloß wahrnehmen. Ästhetik ist die Fähigkeit, wahrnehmen zu können, was jetzt da ist. Ja. Okay? Das ist das Einzige, was wichtig ist. Was ist jetzt da? Und dann wirst du feststellen, dass das Heilige im Hintergrund du selbst bist. Und jeder Gedanke, den du dir denkst, ist eine herausgespielte kleine Facette von dir selbst. Darum sage ich, wenn du irgendeinen Gedanken nicht haben willst, bekämpfst oder anders haben willst, es ist der persönliche Akt der Befreiung. Das ist natürlich schon wieder der persönliche Akt. Das sind so, Masken können sich nicht befreien. Masken sind ausgedachte Dinge. Das ist ein Daseinmüssen. Die persönliche Befreiung vom Heiligen, das heißt vom Jenseits in uns, den Stöner, die Empörung, das sich emporheben. Das ist immer, die Wahrnehmung ist eben, das ist immer eine polare Existenz, Ben ist der Sohn. Das ist diese Säge, wie eine Körper, Denker und Ausgedachtes. Und um das jetzt abzuschließen, wollte ich nur, im Gesamtbuch werden die Begriffe Eigner, Einziger, Einzelner oder Egoist mehr oder weniger synonym gebraucht. Und jetzt müssen wir nur, wenn ich jetzt das Wort Egoist genauer anschaue, ich verspreche dir, ich rede 2 Tage nur über das Thema Egoist, nur die Worte, wie die aufgebaut sind. Und du langweilst dich, wenn du neugierig bist, keine Sekunde. Das ist das, wo ich sage, ich mache dir aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch. Das ist dieses Ego. Schau, wir fangen mal ganz kurz an. Das ist ja aus dem Griechischen. Das beginnt erst einmal, I, sage ich immer, steht für unsere Energie. Und das G, das wäre jetzt praktisch die Energie des Geistes. Mhm. E-Quadrat G. Die ersten 2 Buchstaben, und jetzt wird schon ganz interessant, da heißt es im Lande heimisch, das ist jetzt Gaia, Gaios ist die Erde. Wir müssen jetzt diese Energie des Geistes erzeugt jetzt Gaios. Lass uns das einmal ganz einfach anschauen. Der Geist ist der Schöpfergott. Gai, hebraisiert. Mhm. Das ist die Erde. Wenn wir das wieder hebraisieren, heißt es das erweckte Wissen. Ja. Okay, eigentlich die Erzeugerin. Insofern die Erde Pflanzen hervorbringt. Was ist das Vaterland, was ist das Mutterland? Das erweckte Wissen in der Vatersprache oder das erweckte Wissen deiner Muttersprache? Wir wissen, die Mutter steht für deine Logik. Die führt zu Missverständnissen. Das heißt dann hier, wenn du reingehst, der Erde dem erweckten Wissen angehörig. Ich müsste jetzt das immer wieder, das Spiel, du kannst das hebraisieren, wir können hebräische Zeichen draus machen und da kannst du das was fließend lesen. Jetzt wird es interessant, die Erde, diese Unterformen der Erde, das erweckte Wissen umfassend, haltend, das Meer umfasst die Erde, das Meer umfasst das erweckte Wissen. Das ist nicht das Innere, sondern das Äußere. Yeah. Ein Land innehabend, in dir, la, auseinandergeschmissene existierende Öffnung. Dieses ND heißt Auf- und Abschwingen. Und das hast du in dir, das spitzt sich alles in diesem Zentrum ab. Du wirst merken, wenn du mal die Vatersprache verstanden hast, dass das ein Matrixcode ist. Aber ich gehe mal ganz kurz nochmal zu unser Ego. Und interessant ist, wenn du hier runter gehst,
da kommt jetzt hier schon immer, wie ich sage, Gallus, milchend. Da muss man wissen, was die Milch ist auf Hebräisch. Und dann landest du nämlich beim Weltlichen. Ja. Dann wirst du da hinein heiraten. Du wirst dich praktisch mit einer Frau verbinden, ehelichen. Bauch hast das Innere. Im Hebräischen. Das ist übrigens nur Gewaff. Gebe. Das heißt, der Geist spannt sich auf. Und dann kriegst du in deinem inneren Körper. Das sind übrigens Spiegelungen. Das Spiel, wenn man dann irgendwann einmal mitkriegt. Und wenn du da jetzt runterfährst, das ist dann hier deine Matrix im Mutterleib. Das ist immer, das sind Unterformen im Mutterleib, da kommst du dann in die Matrix, in den G-Rundbesitz. Du musst immer bei Grund, denk dir immer auch dieses Runde, der Geist wird rund, der beginnt zum Kreisen und dann kommst du B, E-Quadrat, bin ich reichlich ineinander vor, die Vorsilbe B und G. Ein B-Sitz ist immer ein Verstreuen. Du sitzt im Zentrum von dem, was du um dich herum in diesen geistigen Runde, in dieser geistigen Runde, in dem Auf und Ab definitiv in dir selbst erwächst. Wir kommen jetzt zu den Ecken. Das ist Darlehen, ein Lehen. Was ist ein Lehen? Die Erdwissen ist ein generiertes Lehen auf G-Rundstücken. Das baut sich hier auf, da können wir jetzt runterfahren. Ohne Grundlagen von Holofeeling hast du da überhaupt keine Chance. Und darin wird das Ganze erzeugt. Du erwächst diese Gedanken in dir selber. Und das Ego übrigens, das Ego schreibt mir im klassischen Sinn mit einem Omega, mit einem großen, und das ist dieses Ego-Ich. Das kann man natürlich auch, das Ani und das Anoki im Hebräischen, kann man beide rot und beide blau machen. Und du landest dann bei Ego da und das ist ein Grasis. Jetzt müsste man wieder wissen, was ist ein Grasis? Das ist eine grammatikalische, im Griechischen eine grammatikalische Wortform. Die Zusammenziehung eines Vortals mit einem Diphong, aber das wird jetzt zu weit führen. Yep. Jetzt wirst du irgendwann einmal feststellen, und ich mache das so mal weg, bin jetzt ein bisschen weit, was weißt du eigentlich? Das schöne Beispiel mit der Demokratie. Ich bin darauf eingegangen, was ist Demokratie? Und ich kann es mir nicht vergreifen. Ich weiß, ich sage immer wieder, wenn man Ich Bin, du liest, dieses vorschnelle Urteilen über Menschen, du liest, wenn du in die Ohrenbarungen reinliest, es wird bis ins kleinste Detail auf alles hingewiesen, was in tausend anderen Versionen seit Jahrtausenden von Menschen gedacht wurde. Und ich rede jetzt nicht von einer Vergangenheit. Die muss schlichtweg und einfach klar sein, du kannst mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen, dass jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt. Und ich betone immer wieder, egal wo du dir diese Information räumlich und zeitlich unbewusst hindenkst, es ändert nichts daran, dass es hier und jetzt ist, weil du es denkst. Lass uns jetzt an die Ukraine-Krise denken. Also denken wir uns jetzt an die Ukraine nach Osten, vorausgesetzt, du denkst jetzt, dass du jetzt in Deutschland bist und wir denken uns an Amerika und an Westen. Stimmt. Aber beides ist hier und jetzt, wo war Ukraine und Osten und Westen, bevor du das jetzt gedacht hast. Wo ist es, wenn du es denkst? Es ist immer hier in dem Zentrum. B. Roshet, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen und ich behaupte, dass ich du bin. Ich rede hier nicht von einem ausgedachten Kopf. Und das mit, das sind Sachen, die hörst du und die sind sofort wieder vergessen. Es ist sofort wieder von einer Sekunde auf die andere weg. Das sind so Kleinigkeiten, ich übertrage mal ganz kurz nochmal den Bildschirm, weil einen Moment, wir schauen uns nochmal ganz Kleinigkeiten an. Das sind Auszüge aus Ich Bin Du. Das ist, die Leute lesen das und die sauen das ab in einer unendlichen Arroganz, obwohl es da irgendetwas gibt, da irgendwas dran zu diskutieren. Nee. Ich behaupte, du musst das zigfach lesen über die Demokratie. Eines der trügerischsten und gefährlichsten aller Gesellschaftssysteme ist die von dir gedankenlos bevorzugte Demokratie. Ich weise in unendlich vielen Gesprächen darauf hin, wenn du jetzt Philosophie studierst, dann
liest du Bücher, es tauchen Bücher in dir auf oder Internetseiten über die großen griechischen Philosophen. Und ich kann immer wieder nur sagen, bring mir einen einzigen großen griechischen Philosophen, den wir uns jetzt ausdenken, der nie in der Vergangenheit existiert hat, von dem jetzt angeblich ein Buch in dir auftaucht, jetzt aus dir, weil du träumst, der nicht darauf hinweist, dass die Demokratie eine Arschlochkarte ist. Ich nenne es immer Arschlochkarte, so Symbolik können wir jetzt auch wieder schön aufrechnen. Abgesehen davon, dass eine wirkliche Demokratie, die in Deutschland sowieso nicht existiert. Was nützen Meinungsumfragen? Was willst du von Figuren, die du dir jetzt ausdenkst? Das sind erst einmal nur deine Gedanken. Die Menschen, die Deutschen, die du dir jetzt denkst, sind deine Gedanken, weil man an die Deutschen denkt. Das ist hundertprozentig sicher. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. Das ist übrigens der Weg von Holofili. Auch ein Satz. Die Gedankengänge von Galileo haben aus einer Scheibe eine Kugel gemacht. Lassen wir mal so stehen. Vielleicht, wenn du recherchierst, ist was anders drin. Der Holger lächelt jetzt, weil er es überprüft hat. Ich sage, endlich einmal überprüft es, was ich behaupte. Ich zeige dir Bücher, wo was anders drin steht. Das hat aber nichts an dem Wesentlichen verändert, dass du nachhelfst. Die Erkenntnis, dass die Welt eine Kugel ist und keine Scheibe ist, heißt definitiv, dass die nie eine Scheibe war. Es war ein Hirngespinst, das man geistlos nachgegifft hat. Und du wirst jetzt irgendwann nochmal feststellen, dass die Welt auch noch nie eine Kugel war. Das ist bloß das jetzige Dogma, in dem du drin hängst. Ja. Der Unterschied zu irgendwelchen Wissenschaftsleugnern ist, dass ich nur mit hundertprozentig sicheren Fakten arbeite und dir mit hundertprozentiger Sicherheit beweise, dass es gar nicht so sein kann, wie du dir das denkst. Nur weil dir das logisch erscheint, heißt es noch lange nicht, dass das deshalb auch absolut richtig ist und hundertprozentig sicher ist. Stimmt. Wahrheiten von heute sind schon immer die Dummheiten gewesen, wo man morgen drüber lächelt. Es ist ein Unterschied, ob du geistreich was verstanden hast oder ob dir bloß was logisch erscheint. Aufbauen an einer extrem fehlerhaften Logik. Ein Paradox darstellt, ein Widerspruch in sich selber. Ich weise immer noch mal darauf hin, dass Para, das unmittelbar jetzt von dir Gedachte, Pari, um dich herum Gedachte, Ausgedachte, neben dir ausgedacht stehen zu stehen scheint, denn weil du dir das vorstellst, ausdenkst, ist ein Doxon. Doxa heißt Meinung. Meinung. Mhm. Das ist Paradox. Der Widerspruch besteht darin, dass du meinst, dass das, was du dir denkst, dass du da nichts damit zu tun hast, obwohl das doch deine Meinung ist. Das ist der Widerspruch. Mit wem sollte denn ein Gedanke, den du denkst, denn sonst was zu tun haben? Doch zuerst einmal mit dem, der sich das denkt. Und wenn du Meinungsumfragen machst, die Äffchen, die du dir jetzt ausdenkst, Äffen, das noch, was in der Zeitung steht. Alle. Oder zumindest im Internet auf die Seiten, die Einseitigkeiten, diese Nachäffen. Ohne dies hier genauer zu erörtern, beinhaltet sie als Führungssystem einer Gesellschaft gravierende Mängel, die von den meisten Menschen offensichtlich nicht bewusst sind. Ich sage immer wieder, jeder, der griechische Philosophie studiert, von jedem großen Philosophen kriegt er mehr oder weniger gesagt, dass Demokratie eine Arschlochkarte ist, ohne genauer darauf einzugehen. Allen voran Platons Staat, Sokrates. Jetzt bring mir doch irgendeinen Philosophieprofessor in deiner Welt, der dich darauf hinweist, dass die großen Griechen darauf hingewiesen haben, dass eine Demokratie schlecht ist. Sie sind alle fast durch die Bank, die du ich jetzt in dir auftauchen, das Befürworter der Demokratie. Mhm. Also offensichtlich können die das, was sie selber studiert haben, überhaupt nicht verstanden haben. Ja. Kann überhaupt ein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, was anders denken oder anders sein, wie du in dir denkst? Meinst du, dass die Mächtigen, die du jetzt dir denkst, in Wirklichkeit wirklich mächtig sind? Ich behaupte, sie existieren, weil du sie jetzt denkst und mächtig sind sie, wenn du dir denkst, dass sie mächtig sind. Aber was hundertprozentig sicher ist, sie sind schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Ja. Das Einzige, was im Meer ist, das bist du. Und du veränderst dich nicht, während sich deine wogende Oberfläche deiner Gedankenwelt von Augenblick zu Augenblick verändert, verändert sich an dir überhaupt nichts. Es hat sich an dir noch nie was verändert. Du hast auch nie irgendwann in der Vergangenheit zum Denken angefangen und du wirst da in der Zukunft nicht zum Denken aufhören, weil du kannst bloß jetzt denken. Mhm. Der Vorgang des Denkens ist ein ganz klarer Prozess von einem ständigen Umformen in der 200 Gramm roten Nähe, wie ich das nenne.
Diese Umformung ändert nicht das Geringste an der Gnete selbst. Die Gnete symbolisiert den Geist, der du bist. Oder in der Physik das E-Quadrat, die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass es sich dabei selber irgendwie verändert. Bei nichts bleibt nichts und alles. Ich möchte dir hier nun drei davon anhand von einem Beispiel aufzeigen. Es gibt dann hunderte andere Beispiele noch. Das ist so das Erste. Stell dir vor, es ist Karneval, ein Erwachsener geht auf einen Schulhof und verteilt dort unter den maskierten Kindern 50 scharf geladene Revolver und Gewehre. Die Kinder spielen damit Räuber und Gendarm. Oder was hier in meiner Zeit, wenn ich mich als Brüssel Udo denke, Indianer und Cowboy. Was man jetzt ja nicht mehr darf, das ist ja diskriminieren. Man darf ja keinen Indianer mehr machen. Was seid ihr für eine kranke Gesellschaft? Allen voran die Gutmenschen sind die krankesten, die es überhaupt gibt. In ihrer wahnsinnigen Intronisierungszwang, irgendeine Einseitigkeit intronisieren zu wollen. Und wenn es das Gendern ist, dass man sagt, die zwei Seiten müssen eins sein. Selbst Gott muss jetzt weiblich werden. Das kindliche Spiel führt durch die ausgeteilten echten Waffen zu einem Blutbad. Ganz interessant, Belud in einer Hülle stecken. Hebraisieren. Wer hat nun an dem traurigen Ausgang dieses Spiels, das so lustig angefangen hat, letztendlich Schuld? Nicht die Kinder sind in ihrer kindlichen Einfalt die Schuldigen, sondern der Erwachsene, der den Kindern verantwortungslos diese scharfe Waffe in den Händen gegeben hat. Jede Wählerstimme ist eine Waffe. Jetzt sollen sie sogar ab 16 wählen. Gut, wenn du jetzt dich mit einem 16-Jährigen unterhältst, die sind alle super gescheit, da müssen wir nicht drüber reden. Aber solltest du zumindest einmal 30 oder 40 sein und dich zurückerinnern, was wusstest du eigentlich als 16-Jähriger? Dann müsste dir klar sein, was du für ein absoluter Vollpfosten und Volltrottel mit 16 bist. Ich kann immer bloß von oben nach unten sehen, aber nie von unten nach oben. Einen 16-Jährigen darfst du nicht fragen, der weiß genau, was richtig und verkehrt ist. Also die müssen nicht ganz backen sein, die solche Gesetze erlassen. Jede Wählerstimme ist eine Waffe. Wie viele der Wähler denken bei der Abgabe ihrer Stimme daran, für alle und alles mitverantwortlich zu sein? Wie viele Menschen davon besitzen die fachliche Kompetenz, die Komplexität eines ganzen Staates zu übersehen? Jetzt geh doch einmal und mach Meinungsumfragen, bloß mit Allgemeinwissen. Geh doch einfach mal in der Fußgängerzone. Und du wirst merken, du hast, die Masse ist ein ganz primitives Volk. Es sind einfach nur Gedanken. Es sind Figuren in deinem Traum. Es sind Antagonisten. Die sind alle frei zu sprechen. Du wirst irgendwann einmal den Satz erkennen, wenn du Geist bist, ich nehme alle Schuld auf mich. Das heißt schlichtweg und einfach, ich weiß, dass nichts und niemand, den ich denke, anders sein kann, wie er von mir gedacht wird. Und wenn ich jetzt an mich denke, mich als träumenden Geist, weiß ich, dass ich mir zurzeit nicht raussuchen kann, was ich träume. Es ist die absolute Erkenntnis, dass du dir deinen Traum nicht raussuchen kannst. Und jetzt kommt die große Frage, warum ist das? Ich sage, es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt, um dich zu testen. Es geht hier nicht um Intellekt. Es geht mir überhaupt nicht um intellektuelles Wissen. Es geht um Bewusstsein. Bewusstsein und Intellekt sind zwei komplett unterschiedliche Arten. Bewusstsein ist das, was Wissen erlebt. Und Wissen ist das, was erlebt wird, was existiert. Jeder Moment ist ein gewisses Wissenselement, ein kleiner Spritzer. Es ist ein kleiner Moment von Wissen, der mit dem nächsten Wissen schon wieder ausgetauscht wird. Was sich dabei nicht verändert, ist der, der dieses Wissen erlebt. Ich erkläre dir, was du bist. Und dazu brauchst du kein Wissen, du musst Bewusstsein sein. Wie viele Wähler haben das Bewusstsein? Genauer, sind das Bewusstsein? Und die Selbstlosigkeit jetzt blau in Bezug auf das Selbst, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, ihre persönlichen Entscheidungen nur zum Wohle aller auszurichten. Wer ist bereit, auch die Verantwortung für seine Entscheidung zu übernehmen? Die Politiker, ganz, ganz bestimmt. Das sind nur machtgeile Zombies. Aber das sind machtgeile Zombies, weil ich mir das jetzt so denke. Es würde nichts verändern, wenn ich mir jetzt absolut selbst aufopfernde Politiker, die sich für alle aufopfern, denken würde, bleiben es trotzdem bloß Gedanken. Ich habe nur die Seite ausgetauscht. Es würden trotzdem, ob ich mir gute Politiker oder schlechte denken, es bleiben einfach nur Gedanken, die jetzt gedacht werden. Ob ich mir gute, mächtige Menschen denke, die zum Wohle aller handeln,
Du musst nicht zum Wohle aller handeln. Das reicht, wenn du zum Wohle von dir selbst handelst. Weil wenn du weißt, was du bist, wirst du irgendwann mal feststellen, dass alles, was du einem anderen tust, tust du dir nämlich selbst, weil du all diese Rollen, die du jetzt nur als Figuren in deinem Traum hast, irgendwann mal von dir als Ausgangsbasis geträumt werden müssen, wo du dich dann mit der anderen Rolle, mit der anderen Person verwechselst. Es ist so gleichgültig, wer du jetzt zu sein glaubst. Ich verspreche dir, dass du auch alle anderen, die du dir ausdenkst, auch irgendwann einmal, ich sage dir sogar, wann das sein wird, hier und jetzt. Du wirst auch glauben, die zu sein. Das ist die Gerechtigkeit in dem System, das ich erschaffen habe. Zeit, chronologische Zeit, ist dabei der größte Trugschluss. Also mit Sicherheit wird kein Otto-Normalverbraucher in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen müssen und auch für sich nicht übernehmen, der schon Schwierigkeiten damit hat, seinen eigenen Horizont in Ordnung zu halten. Entscheidungen, die nur aufgrund einer Mehrheit, geistlose Masse, die nachäfft, getroffen wurden, sind nur quantitative Entscheidungen. Das sagt doch überhaupt nichts aus über die Qualität. Stimmt. Ganz im Gegenteil. Das bringen dann viele andere Beispiele. Und sagen nicht das Geringste über die Qualität dieser Entscheidung aus. Die Mehrheit eines Volkes sind unreife Seelen, die erst noch reifen müssen. Nur verantwortungsbewusste Intelligenzen, die sind die erwachsenen Seelen, sollten ein Volk, eine Familie führen und nicht die unreifen, egoistischen Kinder. Ja. Lass uns das, ich weiß, ich denke mir jetzt Geistesfunken, die das ein paar Mal gelesen haben, und ich behaupte, du hast es noch nicht verstanden, sonst würde ich es erst nicht wiederholen. Okay. Und nun stell dir vor, du wirst wegen eines Blinddarmdurchbruchs in ein demokratisches, geführtes Krankenhaus eingeliefert. Das ist auch, ich könnte hunderte andere Beispiele bringen. Mit einem Blinddarmdurchbruch ist nicht zu spaßen. Es muss dabei sehr schnell reagiert werden, weil sonst akute Lebensgefahr besteht, innerhalb deiner jetzigen Logik. Sterbliche Trockenausnerven. Für einen fähigen Arzt stellt aber trotzdem kein größeres Problem dar. Ist ein Bagatelleingriff mittlerweile. Du befindest dich aber, wie schon gesagt, in einem demokratisch geführten Krankenhaus. Obwohl deine Krankenhaus Krankheitserscheinungen offensichtlich sind und ein Fachmann sie ohne Schwierigkeiten beheben könnte, wird hier natürlich demokratisch entschieden. Alle Menschen, die sich in diesem Krankenhaus befinden, ungeachtet ihrer Qualifikation vom Hausmeister, dem Koch, der Putzfrau bis hin zu den Landschwestern und dem Verwaltungsangestellten und natürlich auch du selbst, werden nach ihrer Meinung gefragt. Jeder darf seine Meinung zur Sachlage äußern. Als ob irgendwelche normale Menschen irgendeine eigene Meinung hätten. Meinst du das, was du geistlos aus Internet, Medien und Börsen aus der Zeitung nachäffst? Diese Einseitigkeit ist deine Meinung? Meinst du wirklich, lebst du in dem Wahn, dass das deine Meinung ist, dass die Erde eine Kugel ist? Konntest du dir das raussuchen, das zu glauben? Hast du dir da jemals eigene Gedanken gemacht? Das heißt, jeder darf sich äußern, wie muss jetzt das Ding operiert werden? Was macht man? Was ist jetzt richtig? Du wirst dich in diesem Krankenhaus sicher sehr wohlfühlen und darauf hellauf begeistert sein, dass du mit allen anderen Menschen über dein Leben mitentscheiden darfst. Denn du bekommst dich ja, bekennst dich begeistert zur Demokratie. Das ist jetzt, was setze den Blinddarmdurchbruch, setze den mit Corona, mit Infektionen, mit Krankheiten. Es äfft doch jeder nur nach. Jeder sucht seinen eigenen persönlichen Vorteil. Ja. Es ist eine Demonstration hier, die hier und jetzt letzt ausgedachten 2 Jahre. Und ich sage immer wieder, wir können jetzt weiter zurückgehen in deine geistigen Archive. Das letzte Jahrhundert deiner Menschheit hat zur vollkommenen Entgeistigung geführt. Diese Naturwissenschaft, dieser heilige Gral, hat die Welt entgeistigt, entgöttlicht. Mhm. Diese Welt, wo du Gott bist, weil du geistlos nachäffst, weil du dir noch nie eigene Gedanken gemacht hast, was bin eigentlich ich und was sind meine Gedanken? Ja. Es gibt auch keine Menschen zu retten. Du kannst Gedanken nicht retten. Ich wiederhole immer dieselben Sätze. Und sobald jetzt einer in dir auftaucht und es nicht wahrhaben will, sage ich, lass ihn wieder in dich reinfallen. Auch wenn er dir lieb erscheint, wieso auch immer. Du bist der Einzige, der das verstehen muss. Du musst der Erste sein. Du musst der Einzige sein. Mhm. Dieses absolute Nichts, aus dem alles entspringt, wo du deine Schöpfung herausholst. Creatio ex nihilo.
Diese Begeisterung ist doch völlig normal und dadurch auch verständlich, dass dadurch das System auf zwangsläufig auftretende Probleme nur sehr träge reagieren kann, nimmst du gerne in Kauf. Hauptsache, es ist demokratisch. Sag mal ganz ehrlich, wenn du jetzt aktuell, zeitaktuell deine Politiker nimmst, wenn da nur einer behauptet, dass die nicht lügen, dann blätter einfach deine Nachrichtensendungen der letzten Monate zurück. Die lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Die sind Fähnchen im Wind. Dein Gesundheitsminister, wenn du nur einen Hauch von gesundem Menschenverstand, dann müsstest du eigentlich erkennen, dass der Mensch in die Klapse muss. Dass der Geist ist kranker. Die ganze Physiognomie weist darauf hin. Da müssen wir aber sowas wie Menschen kennen und Mikromimik lesen können. Das ist die große Schwierigkeit. Begeisterung. Ein blauer Geist ist ein Gehirngeist. Das heißt, diese Begeisterung ist völlig normal. Ich sage, du bist normal, heißt normiert, programmiert, aber nicht besonders geistreich. Hauptsache demokratisch. Wir dürfen ja mitbestimmen. Du wirst die Verantwortung tragen für alles, was du dir denkst. Das ist meine göttliche Gerechtigkeit. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Und deine Richtersprüche vollstrecke ich an der Figur in dem Traum. Du erlebst deine eigenen Richtersprüche. Das ist Gerechtigkeit. Und du hast in der Hand von einer Sekunde auf die andere, das anders zu wenden. Du musst bloß wissen, was du bist und was deine Gedanken sind. Was? Du meinst plötzlich, dass die Demokratie doch nicht das richtige Konzept sei, um überlebenswichtige Entscheidungen zu treffen? Ich rede vom ewigen Leben oder der ewigen Hölle. Geistlos nachgeäffte Meinungen sind keine wirkliche eigene Meinung. Das ist die erste große Erkenntnis. Das, was du jetzt hörst, ist deine ureigenste Meinung, weil ich nämlich du bin. Darum bin ich in dir aufgetaucht. Danke. Und du meine ich nicht den Affen, den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das dürfte wohl klar sein. Aber schau, das ist jetzt hier alles in einem gewissen Maß. Das ist jetzt aber eine höherwertige Schrift. Ich will, dass du wirklich einmal merkst, wie man sich intensiv beschäftigen muss mit Holofeeling. Deine Kultur, blau gelesen, wurde bisher immer nur von Aufstand und Aufruhr, Empörung, Revolte, Streiks und paradoxerweise nochmal, paradoxer heißt eigentlich, in meiner unmittelbaren Gegenwart ist meine eigene Meinung. Das heißt paradox. Es ist immer wieder dieses Spiel, dieses klassische Para, wenn ich hier drauf hinweise, ich beweise ja alles auch an den Schriften. Dieses Para, bei daneben, unmittelbar neben mir, in unmittelbarer Nähe, von Zeiten in Gegenstand bezeichnen, in denen nämlich die Nähe, nah sein, zusammengenäht. Du und deine Gedanken sind untrennbar miteinander verbunden. Egal, wo du dir was hindenkst, räumlich wie zeitlich. Doxa, Paradoxa, meine Meinung, meine Vorstellung, meine Erwartung. Um dich herum, in deiner Nähe ist immer deine Meinung, deine Erwartung. Und der Widerspruch ist, weil du meinst, du hast damit nichts zu tun. Genauso ist, wenn ich immer wieder sage, wenn hier unser Professor Lösch zum Beispiel von Fakten spricht. Das ist eigentlich so ein Witz. Halt, da muss ich hin. Von Fakten, ein Faktum. Ich betone immer wieder, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Vorgabe, tun, machen, handeln. Die Tat besteht darin, dass du jetzt was denkst. Wieso muss ich das tausendmal wiederholen? Das ist eine ganz, ganz klare Aussage. Das ist das Faktum, dass du jetzt was denkst. Wir denken uns jetzt einen Sokrates. Wir denken uns jetzt eine Erdkugel. Und die ist hier und jetzt in meinem Kopf, weil ich denke, eine Information. Und sobald ich an was anderes denke, ist es wieder weg. Das ist das Faktum und nicht, dass die Sachen, die ich denke, schon da waren. Das sind keine Fakten. Die wissen nicht einmal, was Fakten bedeuten. Das sind Vollhonk. Deine Elite. Ja. Und nochmal, keine Schutzzuweisung. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass nichts und niemand, den ich mir ausdenke, vorwirft, dass es so ist, wie ich ihn mir jetzt denke. Das ist diese Geschichte der roten Liebe. Die rote Liebe ist, du bist ein Autor, du bist ein Schöpfer für eine Romanwelt, für eine Märchenwelt. Das ist deine Traumwelt. Wenn du ein bewusster Schöpfer bist, schaffst du Unterschiede.
Ich wiederhole immer wieder dasselbe. Mache ich eine Krankenhausgeschichte, brauche ich Ärzte und Kranke, sonst gibt es keine Krankenhausgeschichte. Du brauchst die zwei Seiten. Es gibt keine Wellenberge ohne Wellendale, es gibt kein Hell ohne Dunkel. Wenn ich einen Krimi mache, brauche ich Verbrecher und ich brauche Polizei. Und ich liebe all meine Charaktere, alles, die ganzen Geschichten, alles, was ich erschaffe, liebe ich. Da gibt es kein richtig und verkehrt und gut und böse. Es ist einfach nur Polaritäten, die in sich vereinigt was vollkommen Neues ergeben. Also diese nochmal, deine Kultur wurde im Meer nur Aufstand und Aufruhr, Empörung, Revolte, Streiks und paradoxerweise einer ständigen Verweigerung angetrieben. Was heißt es? Zu allen Zeiten wurden ein Zun, jetzt wohlgemerkt, zu allen jetzt ausgedachten Zeiten. Das ist ein Faktum. Ich kann Vergangenheit nur hier und jetzt in mir erschaffen, indem ich jetzt an eine Vergangenheit denke. Und ich erschaffe jetzt, hier und jetzt eine Zukunft, indem ich jetzt eine Zukunft denke. In der Vergangenheit ist nie irgendwas gewesen. Wenn was existiert, existiere, heraustritt aus mir selber, aus dem absoluten Mittelpunkt, dann ist es hier und jetzt. Ja. Wurde ein zunehmender Anspruch auf Selbstbestimmung und Autonomie. Nomen ist Omen. Jetzt haben wir wieder den Sprung zwischen Griechisch und Lateinisch. Mhm. Gesetz und Namen. Im Namen liegt die Vorbedeutung. Alle Menschen, jetzt blau ausgedachten Affen gefordert, was dich Leser, das ist der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, und der Geist ist der, der sich das ausdenkt, der du bist, der sich dabei nicht verändert, in die geistlose Sackgasse mit Namen Demokratie schildern ließ. Erkenne deine bisherige Vorstellung von Demokratie, lateinisch Demo, kommt übrigens aus dem Griechischen an, ich bin jetzt das ins Lateinische, heißt etwas vom ganzen Weg nehmen, Demonstro, Gradis, ein Geflecht, ein Flechtwerk und auch ein GE-Quadrat und die Rippe. Das ist die Eva in der biblischen Geschichte. Eine Hürde für das Vieh. Creatio heißt übrigens die Wahl. Creatio ex nihilo heißt etwas aus dem Nichts, aus dem absoluten Nichts des Alles ist. Ich nenne es immer der Urknall, bevor er gegen Alter hat, herauswellen. Mhm. Leidet immer unter ihren völlig geistlosen, weil eben vaterlosen Führung. Damit meine ich jetzt den wirklichen Schöpfer, den Urschöpfer, der vor Bücherregal ist, der alles erschaffen hat. Das ist UB 86 LHJ. Ja. Ein Volk, Familie, unmündige Kinder lebt im Größenwahn und glaubt, es wüsste schon, was gut für es, für mich selbst ist. Du hast doch keine eigene Meinung. Was für dich gut ist, was du schön empfindest, ich sage das immer wieder, du äffst doch nur noch. Je Kultur, Umfeld, was du anziehst, wie du dich kleidest, was du als schön empfindest, du hast überhaupt keine eigene Meinung, du hast einen Schwamminhalt. Deine religiösen Einstellungen sind geistlos nachgeäfft. Mein Schwammbeispiel. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Ich erkläre dir absolut wertfrei, was ist. Geh einfach meine Gedankengänge mit. Obwohl doch Kinder im Geiste noch gar, hebräisches Wort GR, blau gelesen sind, Reisende, durch ihr eigenes Traumleben. Nicht erwach sehen. Das heißt jetzt erwach, geistreich etwas sehen können. Du kannst nichts geistreich sehen. Was du siehst, siehst du immer nur logisch. Aber Logos, Lug, ist eine Maschine, eine programmierte Maschine, ist logisch. Geist denkt ganz anders. Und du kannst nur logisch denken, aber noch nicht erwach sehen, nicht geistreich sehen. Geschweige denn denken. Welches noch Träumende kennt schon die Wünsche, die es als Erwachsener haben wird? Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Das sind unsere 3x3x3 Wachstumsstufen. Ja. Die du durchläufst. Das ist du vor der Pubertät, vor der Schule hast du ganz andere Wünsche, wie wenn du in die Schule gehst, und nach der Schule, nach der Pubertät hast du wieder andere Wünsche, und wenn du geistreich in das dritte, nach die Wechseljahre kommst, wird sich das wieder verändern, wenn du mit Anstand alt wirst. Und du wirst alles, was vorher war, belächeln. Also welche erwachsene Regierung ist, die plötzlich sagt, es sollen sogar 16-Jährige zum Wählen dürfen. Eine Wählerstimme ist eine Waffe. Jeder 16-Jährige geistlos nachöffnende Mini-Zombie eliminiert, wenn da nur ansatzweise eine Wählerstimme wäre, die sich aber in tiefer greifende Gedanke für alle macht, wird von so einem kleinen Idioten eliminiert.
Das ewige Leben wird jeden noch kindlichen Menschen immer eines Besseren belehren, denn alle die glücksverheißenden großen Wünsche und selbstpostulierten trügerischen Wahrheiten eines unreifen Menschenkindes im ewigen Geiste haben sich zu allen Zeiten immer wieder wie von selbst in dessen eigenen alten Torheiten verwandelt. Das sind so kleine Sätze, die eine unendliche Tiefe haben, die tausendmal wert sind wie ein Sechsemmler. Ja. Das ist eigentlich das hier. Ich wollte eigentlich da noch mal eins zeigen. Ja. Muss doch auch mit drin sein, kleinen Moment. Mhm. Das ist jetzt übrigens aus dem Buch Urania, das ist auch so ein Weisheitsbuch, du wirst merken, die Gedanken sind überhaupt nicht neu. Die Evolution der repräsentativen Regierung. Die Demokratie, obwohl ein Ideal, ist ein Produkt der Zivilisation, nicht der Evolution. Das ist eine Sackgasse, hat nie mit der göttlichen Evolution, was übrigens Evolvere heißt, herausrollen. Evolution ist nichts, was sich von der Vergangenheit in die Zukunft bewegt, sondern aus dem tiefsten Innern Evolution, Exvolvere herausrollen, Revolution hineinrollen für den nächsten Gedanken, der wieder immer hier und jetzt aus dir herausfällt. Das bedeutet Evolution. Geht langsam vorwärts, wählt sorgfältig aus, denn die Gefahren der Demokratie sind Glorifizierung der Mittelmäßigkeit, ich sage die Glorifizierung der absoluten Geistlosigkeit und Machtgeilheit, Egoismus pur in jeglicher Art und Weise und dann Wahl minderwertiger und ignoranter Regierender. Weil man ist leicht empfänglich für Versprechungen. Unvermögen, die grundlegende Tatsache der gesellschaftlichen Entwicklung zu erkennen. Gefahr des allgemeinen Stimmrechts in den Händen ungebildeter und indolenter Menschen. 16-Jährige. Sklavische Haltung gegenüber der öffentlichen Meinung, die Mehrheit hat nicht immer recht. Das ist das große Problem, sondern ganz im Gegenteil, der Mob, die Masse, ist eine Sackgasse. Okay. Oder du solltest jetzt deine Stimme ein bisschen schonen. Du achtest ja selber nicht drauf, deswegen achte ich jetzt mal drauf. Das ist ein gutes Recht, der Ausgedachte. Siehst du endlich einmal einer, der an mich denkt. Es ist jetzt alles eine Wiederholung, aber es ist wichtig, dass man das wiederholt. Ja. Es holt sich wirklich runter. Ich kann immer wieder nur sagen, du wirst dich nahmen, du vergisst es, es dreht sich rum. Jetzt klingelt dein Handy, dein Telefon und es ist alles wieder vergessen. Mhm. Und du wirst dich irgendwann nochmal disziplinieren, Cut zu sagen. Ja. Was ist jetzt da? Und du musst aufhören, Angst zu haben von der Zukunft, Angst davor zu haben. Es ist nur Panikmache. Solange du dir vor irgendeinen Gedanken, den du selber denkst, Angst machen lässt, bist du vollkommen unbewusst. Und solange du unbewusst bist, wirst du leiden. Du kommst wieder in eine Phase, wo du dich über was freust, aber das ist wie das Hell und das Dunkel. Du bist in dem unbewussten chronologischen Denken. Und das musst du musst das überwinden, sonst wirst du bis in alle Ewigkeit leiden. Ja. Und es geht jetzt nicht, dass du irgendwas glauben müsstest, was du nicht überprüfen kannst, sondern mach dir bewusst, wenn du einseitig werdest. Ich sage immer wieder, wenn Diskussion ist der Kampf um einen Standpunkt. Ich nenne es mal ganz wertfrei Perspektiven. Das heißt, wenn zu einem Thema, ich nenne das immer eine Kollektion, nennen wir die Kollektion Küche, verschiedene Meinungen entstehen. Was ist eine Küche? Und eine sagt, der Herd, ein Kühlschrank, ein Waschbecken. Ich wiederhole immer wieder dieselben Beispiele. Dann hast du nicht begriffen, dass eine Kollektion kannst du nicht sehen. Es hat noch nie irgendeine Küche gesehen. Wenn du was siehst, siehst du Bilder aus dieser Datei, um auf meine Computermetapher zurückzugehen. Du hast auch noch nie dich selbst gesehen. Den Körper, an den du jetzt denkst, ist eine wesentliche Facette von dem Menschen, der du bist. Das ist nur eine Datei, ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Es ist alles komplett anders wie deine Logik, deine religiöse wie die naturwissenschaftliche Logik geht es vorgaukelt, je nachdem, welche Logik du zum Denken benutzt. Das ist gleichgültig. Das ist jetzt das ein Beispiel. Das heißt, du musst dir bewusst machen, was jetzt als Reizauslöser in dir auftaucht. Jetzt diese Stimme. Und du sollst deinen Fokus darauf richten, wie dein zwanghafter Mech-Animus, das heißt dein Gehirn-Ich, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Du wirst ohne genauer zuzuhören sofort schon sagen, was ist das für ein Blödsinn, was ist das für eine Spinnerei und es stimmt nicht. Dieses Geschwätz muss dir bewusst werden. Die muss bewusst werden, wenn du mit einer Einseitigkeit sympathisierst. Ob du jetzt mit den Russen sympathisierst oder ob du mit den Amis sympathisierst. Ob du mit der Partei oder mit der Partei sympathisierst, mit der religiösen Strömung oder mit der religiösen Strömung. Ist
vollkommen gleichgültig, geistlos nachgeäfft. Ja. Sympathisieren heißt mitleiden. Hör auf, mit irgendjemandem mitzuleiden. Schon gar nicht mit irgendwelchen Menschen in der Ukraine, die du dir jetzt ausdenkst. Oder mit irgendwelchen Tiere, die gequält werden, die du dir jetzt ausdenkst. Ich garantiere dir als der, der ich bin, diese Figuren, die du dir denkst, diese Tiere, diese Lebewesen, kriegen das nicht mit, weil deine Gedanken nicht im geringsten mitkriegen, was du denkst. Egal an wen oder was du denkst, diese Gedanken kriegen es nicht mit. Das ist hundertprozentig sicher. Der Einzige, der den Traum erlebt, das ist der Geist, der träumt, und das bist jetzt du. Also glaub ja nicht, dass der Holger das jetzt mitkriegt, dieses Pixelmännchen, der Computerbildschirm oder der Gedanke an den Holger, den du dir jetzt denkst. Oder dass der Udo, den du dir jetzt denkst, dieses Pixelmännchen irgendwas wissen könnte. Ich habe dir das jetzt erzählt. Das ist ein Gespräch von JCH zu ICH. Das sind die zwei roten Ichs. Ja. Ich habe dir das erzählt. Um dir das anschaulich zu machen, muss ich in dir, weil du ja nur den Fokus auf deine Informationen hast, muss ich in dir als Information auftauchen in irgendeiner Art und Weise. Genau. Weil du ja nur deine Information zu sehen bekommst. Mhm. Was keine Information ist, existiert auch nicht. Das ist in der Einheit. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, was ich jetzt sage. Alles, was ich dir sage, ist hundertprozentig sicher. Und 99,999 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Prozent, was bis vor Holofeeling für dich als hundertprozentig sicher erschienen ist, ist geistlos nachgeäfftes Geschwätz, das dir logisch erscheint. Was aber mit hundertprozentig sicher überhaupt nichts zu tun hat. Logisch ist nicht hundertprozentig sicher. Es ist logisch. Wenn es geistreich ist, dann ist es hundertprozentig sicher. Ja. Das ist das, was der Erste dir sagt. Ich rede von dem, was jetzt ist. So, und jetzt denk an der grüne Marsmännchen. Wo war das die ganze Zeit? Wisch und weg. Jetzt denk dich als 6-Jähriger oder 20-Jähriger. Es entstehen einfach nur Informationen. Was verändert es an dir? Gar nichts. Meinst du, dass die Sachen, die du denkst, unabhängig von dir, diese Gedanken existieren, wenn du sie nicht denkst? Sie sind da, als eine von unendlich vielen Seinsmöglichkeiten. Das ist wie mit den Internetseiten. Ja. Dass ich immer sage, du träumst jetzt, du setzt dich an den Computer und gehst ins Internet. Wo kommen die Internetseiten her, wenn du jetzt träumst? Von außen? Halt doch verdammt nochmal das zweite Gebot. Oder lies deine Offenbarungsgeschichten. Du wirst feststellen, das ist genauso Physik, wie die Physikbücher, wo ich immer wieder sage, auch in den ganzen Physikbüchern, in den Arithmetikbüchern, die Integralrechnung. Ist dir schon mal aufgefallen, dass da das Wort Gral mit drin steckt? Der heilige Gral. Das ist der heilige Gral, meine Integralrechnung. Aber nicht das, was deine Mathematikprofessoren dir erklären. Da müsste ich jetzt wieder wissen, dass das Mathe einfach nur das gelernte Wissen heißt. Auf Altgriechisch und Mathe sind Dummköpfe, Schwätzer, Hohlköpfe. Jeder normale Mensch, den du dir ausdenkst, ist genau genommen ein Mathematiker, für dich gedachterweise, wenn du jetzt ganz bewusst das einmal beobachtest, jeder Einzelne lebt nur in der Vorstellung seines geistlos nachgeäfften Wissens, seines Schwamminhalts. Und nicht einmal das kriegt er mit, solange das bloß Gedanken von dir sind. Also bezieht sich das letzten Endes bloß auf dich selbst. Du bist ein Mathematiker. Du bist dieser Dummkopf, dieser Tor, der nur auf den geistlos nachgeäfften Wissen seiner Lehrer und seiner Erzieher, seiner geistigen Vorbilder agiert. Das geht runter bis in die Kindheit, was du ansiehst, ob du dich mit Tattoos zulässt, das sagt es bitte nicht irgendeiner Figur in einem Raum, die werden es nicht akzeptieren. Ich erwarte auch nicht, dass du missionierst oder predigst. Was willst du deinen Gedanken erklären? Was willst du deinen vergänglichen Informationen erklären? Die mögen noch so real erscheinen, wenn du als Brüssel unter Brüssel agierst. Es bleiben deine Informationen. Ja. Du wirst immer der Einzige sein, der die Gespräche mitkriegt. Auch wenn du jetzt ganz normal in einer sinnlich wahrgenommenen Traumwelt dich als einer von vielen empfindest. Mhm. Es wird weder der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, sinnlich wahrgenommen, dieser Körper, noch dieses Gehirn, an das du denkst, hast du das jemals gesehen? Meinst du, dass dein Körper auch dann da ist, wenn du nicht an ihn denkst? Ist das hundertprozentig sicher? Es lässt sich doch nichts leichter widerlegen wie dieser Fehlglaube. Du bist immer. Aber das, was immer ist, ist etwas, was als Ding an sich nicht existieren kann. Existere heraustreten aus, dann bist du schon wieder was Ausgedachtes. Mhm. Oh, jetzt kann man es gut sein lassen. Das ist übrigens jetzt überhaupt ein Selbstgespräch, das auf
Tausende von Selbstgesprächen braucht es. Vom Allerfeinsten. Es geht nur mit dem Wiederholen, dann mache ich auch die Sätze. Ich kann immer wieder, wenn wir jetzt denken wir uns dann wieder Holofeeling, die seit 20 Jahren das studieren, und da werden die alle dasselbe sagen. Die sagen, wieso, verdammt nochmal, wieso habe ich 20 Jahre lang das hunderte Male, tausende Male wiederholen müssen? Bis es einmal Heureka macht in dir. Und dann wird sich oberflächlich in deinem Traum nichts verändern. Du wirst trotzdem eventuell immer noch als derselbe Brüssel wach werden, aber das ist doch schon wieder, du kannst gar nicht wach werden. Das rote Wachwerden ist ein Prozess, das mit Holofeeling ausgelöst wird. Und deine bisherige Vorstellung von Wachsein, das kommt jetzt wieder die alte Mystik. Wenn du weißt, dass du jetzt schläfst und träumst, bist du wach. Wenn du meinst, dass du jetzt wach bist und in einer Welt, mit der du nichts zu tun hast, einer von vielen Menschen bist, dann schläfst du. Das ist die Weisheit der Alten, die angeblich keine Ahnung haben. Aber Geist ist Geist, und da ist die ganzen, egal wen du jetzt denkst, die sind prinzipiell nur Gedanken. Ob du an Jesus denkst, du erschaffst den Jesus genauso wie Gott oder Udo Petscher oder dich selber. Es ist einfach ein Schöpfungsvorgang, du schöpfst es aus diesem unendlichen Wissen in dir heraus. Und es verlässt dich deswegen aber nicht. Es bleibt alles hier und jetzt. Und wie das Arithmetik ist, das wird ganz in der Integralrechnung, in den ganzen Prinzipien deiner Lehrbücher, das ist das Verrückte an Holofeeling. Du wirst von mir nie hören, egal was du mir bringst an Buch, dass ich behaupte, das ist nicht wichtig oder das ist nicht richtig. Ja. Das heißt, es kann sich gar keiner von Holofeeling angegriffen fühlen, wenn er zuhört und verstanden hat, was ich erkläre. Ja. Ich schmäle auch nicht dein jetziges Wissen. Stimmt. Meine Sache mit dem Haar. Ja. Ich sage, dein ganzes Wissen, so wie du es jetzt hast, sind auch Baselstückchen vom Heiligen Ganzen. Und die sind auch wichtig, die gehören auch zum Heiligen Ganzen. Aber sie sind extrem fehlerhaft, und alles, was du zur Vervollkommnung benötigen werdest, bekämpfst du, weil es dir unlogisch erscheint. Allen voran zum Beispiel dran. Ja. Das ist die Demonstration von Geistlosigkeit. Es ist mir braun, diese Protagonisten. Wir machen jetzt Patch, genau so ist es. Auch ein Akt von Liebe. Vielen Dank. Lass es nochmal auf dich wirken. Auf jeden Fall. Ich kann dir nur anraten, wiederhole. Ja. Sonst wirst du unbewusst wiederholen, und dann du hast es in der Hand, kein anderer. Also gib nicht irgendjemandem die Schuld, den du dir ausdenkst, dass es so ist, wie du in dir denkst. Ich nehme alle Schuld auf mich, dann bist du ich. Und den Rest musst du dich überraschen lassen. Patch.